Kapitel 11. Das letzte Ereignis, das ich in meinen Notizen aufzeichnete, fand im September 1965 statt. Es war die letzte von Don Juans Lehren. Ich nannte es einen speziellen Zustand nicht alltäglicher Wirklichkeit, denn es war nicht die Folge einer der Pflanzen, die ich zuvor genommen hatte. Es schien, als riefe Don Juan diesen Zustand durch eine sorgfältige Manipulation seiner eigenen Merkmale hervor. Man kann auch sagen, er verhielt sich so geschickt vor mir, dass er den klaren und nachdrücklichen Eindruck erweckte, nicht wirklich er selbst zu sein, sondern jemand, der ihn verkörperte. Als Ergebnis erlebte ich ein tiefes Gefühl des Widerspruchs. Ich wollte glauben, dass es Don Juan sei, und doch konnte ich dessen nicht sicher sein. Die Nebenwirkung des Widerspruchs war eine bewusste Angst, die so heftig war, dass sie meine Gesundheit für mehrere Wochen beeinträchtigte. Später glaubte ich, es wäre klug gewesen, meine Unterweisung damals abzubrechen. Seit dieser Zeit habe ich mich nie wieder beteiligt, doch Don Juan hat nicht aufgehört, mich als seinen Schüler zu betrachten. Er hat mein Weggehen nur als eine notwendige Periode der Rekapitulation betrachtet, einen weiteren Schritt des Lernens, der von unbestimmter Dauer sein mochte. Seit dieser Zeit jedoch hat er nie über sein Wissen gesprochen. Ich schrieb den ausführlichen Bericht meiner letzten Erfahrung fast einen Monat nach den Ereignissen, obwohl ich schon viele Notizen über die bedeutendsten Punkte am folgenden Tag gemacht hatte, während den Stunden großer emotionaler Erregung, die dem Höhepunkt meiner Furcht vorausging. Freitag, 29. Oktober 1965. Am Donnerstag, den 30. September, ging ich zu Don Juan. Die kurzen, leichten Zustände nicht alltäglicher Wirklichkeit waren geblieben, trotz meiner wohlüberlegten Versuche, sie zu beenden oder abzuschütteln, so wie es Don Juan vorgeschlagen hatte. Ich merkte, dass meine Verfassung schlimmer wurde, denn die Dauer derartiger Zustände nahm zu. Ich wurde deutlich auf das Geräusch von Flugzeugen aufmerksam. Das Geräusch ihrer Motoren über mir zog unwillkürlich meine Aufmerksamkeit auf sich und hielt sie bis zu dem Punkt fest, an dem ich glaubte, dem Flugzeug zu folgen, als wäre ich in ihm oder flöge neben ihm her. Diese Empfindung war sehr beunruhigend. Meine Unfähigkeit, sie abzuschütteln, rief tiefe Angst in mir hervor. Nachdem Don Juan aufmerksam allen Einzelheiten zugehört hatte, schloss er daraus, dass ich unter dem Verlust der Seele litt. Ich sagte ihm, dass ich diese Halluzinationen erlebte, seitdem ich die Pilze rauchte, aber er bestand darauf, dass es eine neue Entwicklung sei. Er sagte, dass ich früher ängstlicher gewesen sei und nur unsinnige Dinge geträumt hätte, aber dass ich jetzt wirklich verhext sei. Der Beweis dafür sei das Geräusch fliegender Flugzeuge, das mich forttragen konnte. Gewöhnlich, sagte er, kann das Geräusch eines Baches oder eines Flusses einen behexten Menschen, der seine Seele verloren hat, einfangen und ihn zu seinem Tod forttragen. Dann bat er mich, all meine Handlungen während der Zeit zu beschreiben, bevor ich die Halluzinationen erlebte. Ich zählte alle Handlungen auf, an die ich mich erinnern konnte. Aus meinem Bericht bestimmte er den Platz, wo ich meine Seele verloren hatte. Don Juan schien sehr in Gedanken versunken, etwas, das für ihn sehr ungewöhnlich war. Es vergrößerte natürlich meine Furcht. Er sagte, er wüsste nicht genau, wer meine Seele gefangen hätte, aber wer immer es war, er hatte zweifellos vor, mich zu töten oder mich sehr krank zu machen. Dann gab er mir Anweisungen über eine Kampfhaltung, eine besondere körperliche Haltung, die ich einzunehmen hatte, solange ich mich auf meiner bevorzugten Stelle aufhielt. Ich musste diese Haltung, die er eine Kampfstellung nannte, beibehalten. Ich fragte ihn, wozu das alles sei und gegen wen ich kämpfen würde. Er antwortete, dass er fortgehen werde, um zu sehen, wer meine Seele genommen hatte, und herausfinden wolle, ob es möglich sei, sie zurückzuholen. In der Zwischenzeit sollte ich bis zu seiner Rückkehr auf meiner Stelle bleiben. Die Kampfhaltung war in Wirklichkeit eine Vorsichtsmaßnahme, sagte er, falls etwas während seiner Abwesenheit passierte, und sie musste angewandt werden, falls ich angegriffen würde. Sie bestand im Schlagen der Wade und des Oberschenkels meines rechten Beines und dem Aufstampfen des linken Fußes in einer Art Tanz, den ich tanzen musste, während ich dem Angreifer gegenüberstand.
Er ermahnte mich, diese Haltung nur in Momenten äußerster Gefahr einzunehmen. Aber solange keine Gefahr bestand, sollte ich einfach mit gekreuzten Beinen auf meiner Stelle sitzen. In Augenblicken äußerster Gefahr jedoch, sagte er, könne ich zu einem letzten Mittel der Verteidigung greifen, einen Gegenstand gegen den Feind zu schleudern. Er sagte, dass man gewöhnlich ein Machtobjekt wirft, aber da ich keines besaß, war ich gezwungen, irgendeinen kleinen Stein zu nehmen, der in die Fläche meiner rechten Hand passte. Es musste ein Stein sein, den ich mit dem Daumen gegen die Handfläche pressen konnte. Er sagte, dass man diese Methode nur anwenden soll, wenn man unbestreitbar in Gefahr sei, das Leben zu verlieren. Das Schleudern des Objekts musste von einem Kriegsschrei begleitet werden, ein Schrei, der die Eigenschaft hatte, das Objekt auf sein Ziel zu lenken. Entschieden ermahnte er mich, mit dem Schrei vorsichtig und überlegt zu sein, ihn nicht blindlings anzuwenden, sondern nur im genauen Bewusstsein der ernsten Situation. Ich fragte ihn, was er mit dem genauen Bewusstsein der ernsten Situation meinte. Er sagte, dass der Ausruf oder Kriegsschrei etwas sei, das einem Menschen für die Dauer seines Lebens bleibe. Deshalb müsse er von Anfang an gut sein. Er müsse richtig begonnen, das heißt, die angeborene Furcht und Hast unterdrückt werden, bis man völlig mit Kraft durchdrungen sei. Und dann würde der Schrei mit Ziel und Kraft ausbrechen. Er sagte, dies sei das Bewusstsein der ernsten Situation, das notwendig sei, um den Schrei auszustoßen. Ich bat ihn, mir die Kraft zu erklären, von der man vor dem Ausruf durchdrungen sein sollte. Er sagte, das sei etwas, das vom Boden, auf dem man stand, durch den Körper lief. Es sei eine Art Kraft, die von der bevorzugten Stelle ausging. Es sei eine Kraft, die den Schrei ausstieß. Wenn so eine Kraft richtig gehandhabt würde, wäre der Kampfschrei vollkommen. Ich fragte ihn wieder, ob er glaube, dass mir etwas passieren würde. Er sagte, er wüsste nichts darüber und ermahnte mich eindringlich, solange es nötig war, fest auf meiner Stelle zu bleiben, denn dies sei der einzige Schutz, den ich gegen alles hätte, was passieren könnte. Ich begann mich zu fürchten. Ich bat ihn, mir mehr zu sagen. Er sagte, er wüsste nur, dass ich mich unter gar keinen Umständen bewegen sollte. Ich sollte weder ins Haus noch in die Büsche gehen. Vor allem, sagte er, sollte ich kein einziges Wort sprechen, nicht einmal zu ihm. Er sagte, ich könnte meine Mescalito-Lieder singen, wenn ich mich zu sehr fürchtete. Und dann fügte er hinzu, dass ich schon zu viel über diese Dinge wüsste, um noch über die Wichtigkeit gewissenhaften Handelns wie ein Kind belehrt werden zu müssen. Seine Ermahnungen riefen einen Zustand tiefer Angst in mir hervor. Ich war sicher, er erwartete, dass irgendetwas passieren würde. Ich fragte ihn, warum er mir riet, die Mescalito-Lieder zu singen und was mich seiner Meinung nach erschrecken würde. Er lachte und sagte, ich könnte Angst davor bekommen, allein zu sein. Er ging ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Ich sah auf meine Uhr. Es war 7 Uhr abends. Ich saß lange Zeit still. Aus Don Juans Raum kamen keine Geräusche. Alles war still. Es war windig. Ich dachte daran, aus meinem Auto schnell meine Windjacke zu holen, aber ich wagte es nicht, gegen Don Juans Rat zu handeln. Ich war nicht schläfrig, aber erschöpft. Der kalte Wind hinderte mich auszuruhen. 4 Stunden später hörte ich Don Juan ums Haus gehen. Ich dachte, er könnte, um in den Büschen zu urinieren, zur Hintertür hinausgegangen sein. Dann rief er mich laut. »Hey Junge, hey Junge, ich brauch dich hier«, sagte er. Ich wäre beinahe aufgestanden, um zu ihm zu gehen. Es war seine Stimme, aber weder sein Tonfall noch seine gewöhnlichen Worte. Don Juan hatte mich nie »Hey Junge« gerufen. Ich blieb, wo ich war. Schauer liefen meinen Rücken herauf. Er begann wieder, mit demselben oder einem ähnlichen Ausdruck zu rufen. Ich hörte ihn hinten ums Haus gehen. Er stolperte über einen Holzhaufen, als wüsste er nicht, dass er dort sei. Dann kam er zu der Veranda und setzte sich neben die Tür mit dem Rücken zur Wand. Er schien schwerer als gewöhnlich. Seine Bewegungen waren nicht langsam oder unbeholfen, nur schwerer. Er ließ sich auf den Boden fallen, statt geschickt auf den Boden zu gleiten, wie er es gewöhnlich tat.
Außerdem war es nicht seine Stelle und Don Juan würde unter gar keinen Umständen irgendwo anders sitzen. Dann sprach er wieder mit mir. Er fragte mich, warum ich nicht gekommen sei, als er mich brauchte. Er sprach laut. Ich wollte ihn nicht ansehen und doch hatte ich das zwingende Verlangen, ihn zu beobachten. Er begann, sich leicht von Seite zu Seite zu wiegen. Ich änderte meine Position, nahm die Kampfhaltung ein, die er mich gelehrt hatte, und drehte mich ihm direkt zu. Meine Muskeln waren steif und seltsam angespannt. Ich wusste nicht, was mich veranlasste, die Kampfhaltung einzunehmen. Vielleicht, weil ich glaubte, Don Juan versuche absichtlich, mich zu erschrecken, indem er Eindruck schuf, dass die Person, die ich sah, nicht wirklich er selbst war. Ich hatte das Gefühl, dass er sich bewusst ungewohnt verhielte, um Zweifel in mir hervorzurufen. Ich fürchtete mich, aber ich fühlte mich der Situation noch gewachsen, da ich das ganze Geschehen tatsächlich aufmerksam beobachtete und analysierte. In diesem Augenblick stand Don Juan auf. Seine Bewegungen waren äußerst ungewöhnlich. Er hielt seine Arme vor dem Körper und drückte sich mit dem Gesäß vom Boden ab. Dann griff er nach der Tür und richtete den Oberkörper auf. Ich war erstaunt, wie ungemein vertraut ich mit seinen Bewegungen war und was für ein schreckliches Gefühl er hervorgerufen hatte, indem er mich einen Don Juan sehen ließ, der sich nicht wie Don Juan bewegte. Er machte einige Schritte auf mich zu. Er hielt sich mit beiden Händen den Rücken, als versuchte er, sich aufzurichten oder als hätte er Schmerzen. Er wimmerte und schnaufte. Seine Nase schien verstopft zu sein. Er sagte, er würde mich mit sich nehmen und befahl mir, aufzustehen und ihm zu folgen. Er ging zur Westseite des Hauses. Ich veränderte meine Haltung in seine Richtung. Er drehte sich nach mir um. Ich bewegte mich nicht von meiner Stelle. Ich war an ihr festgeklebt. Er brüllte. »Hey, Junge, ich hab dir gesagt, du sollst mitkommen. Wenn du nicht kommst, dann hole ich dich.« Er ging auf mich zu. Ich begann, auf Wade und Schenkel zu schlagen und tanzte schnell. Er kam bis zur Ecke der Veranda vor mir und berührte mich fast. Fieberhaft schnell bereitete ich meinen Körper vor, um die Wurfhaltung einnehmen zu können, aber er wechselte die Richtung und bewegte sich von mir weg in Richtung der Büsche auf meiner linken Seite. Während er wegging, drehte er sich in einem Augenblick plötzlich um, aber ich saß ihm direkt gegenüber. Er verschwand. Ich blieb noch eine Weile in der Kampfhaltung, aber als ich ihn nicht mehr sah, setzte ich mich mit gekreuzten Beinen mit dem Rücken zum Felsen. Aber dann fürchtete ich mich wirklich. Ich wollte fortlaufen, aber der Gedanke erschreckte mich noch mehr. Ich glaubte, ich wäre ihm ganz ausgeliefert, wenn er mich auf dem Weg zu meinem Auto fing. Ich begann, die Peyote-Lieder zu singen, die ich kannte. Aber irgendwie fühlte ich, dass sie hier wirkungslos seien. Sie wirkten nur beruhigend und besänftigend. Ich sang sie wieder und wieder. Ungefähr um 2.45 Uhr morgens hörte ich ein Geräusch im Haus. Ich änderte sofort meine Haltung. Die Tür schwang auf und Don Juan stolperte heraus. Er keuchte und hielt sich die Kehle. Er kniete sich vor mich und stöhnte. Er bat mich mit hoher, wimmernder Stimme zu kommen und ihm zu helfen. Er machte gurgelnde Geräusche. Er flehte mich an, zu kommen und ihm zu helfen, weil er an etwas erstickte. Er kroch auf Händen und Füßen, bis er fast einen Meter von mir entfernt war. Er streckte seine Hände nach mir aus. Er sagte, komm her. Dann stand er auf. Seine Arme waren nach mir ausgestreckt. Er schien bereit, mich zu greifen. Ich stampfte mit dem Fuß auf den Boden und schlug Wade und Schenkel zusammen. Ich war außer mir vor Furcht. Er blieb stehen und ging dann an der Seite des Hauses in die Büsche. Ich veränderte meine Lage in seine Richtung. Dann setzte ich mich wieder. Ich wollte nicht mehr singen. Meine Energie schien nachzulassen. Mein ganzer Körper schmerzte. All meine Muskeln waren steif und schmerzhaft angespannt. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich auf Don Juan wütend sein sollte oder nicht. Ich dachte daran, ihn anzufallen, aber irgendwie wusste ich, dass er mich wie eine Wanze zertreten hätte. Ich wollte in Tränen ausbrechen. Ich empfand tiefe Verzweiflung. Ich wollte weinen bei dem Gedanken, dass Don Juan alles daran setzte, mich zu erschrecken. Ich war unfähig, einen Grund für seine gewaltige schauspielerische Darstellung zu finden.
Seine Bewegungen waren so verschlagen, dass ich verwirrt wurde. Es war, als versuche er, sich wie eine Frau zu bewegen. Es war, als versuche eine Frau, sich wie Don Juan zu bewegen. Ich hatte den Eindruck, dass sie wirklich versuchte, sich mit Don Juans Behutsamkeit zu bewegen und zu gehen. Aber sie war zu schwer und nicht so gelenkig wie Don Juan. Wer immer vor mir war, rief den Eindruck hervor, eine jüngere, schwere Frau zu sein, die versuchte, die langsamen Bewegungen eines beweglichen alten Mannes nachzuahmen. Diese Gedanken stürzten mich in einen Zustand der Panik. Ganz in meiner Nähe begann eine Grille laut zu rufen. Ich bemerkte die Fülle ihres Tons. Ich stellte sie mir mit einer Baritonstimme vor. Der Ruf begann zu verblassen. Plötzlich zuckte mein ganzer Körper. Ich nahm die Kampfhaltung wieder ein und drehte mich in die Richtung, aus der der Grillenruf gekommen war. Der Klang trug mich fort. Er hatte schon begonnen, mich einzufangen, bevor ich merkte, dass er einem Grillenruf nur ähnlich war. Der Klang kam wieder näher. Er wurde schrecklich laut. Ich begann, meine Peyote-Lieder lauter und lauter zu singen. Plötzlich verstummte die Grille. Ich setzte mich sofort hin, sang aber weiter. Einen Augenblick später sah ich die Gestalt eines Mannes auf mich zurennen. Er kam aus der Richtung, die dem Grillenruf entgegengesetzt war. Ich schlug meine Hände auf Schenkel und Wade und stampfte wild und rasend. Die Gestalt zog sehr schnell an mir vorbei und berührte mich fast. Sie sah wie ein Hund aus. Ich erlebte eine so schreckliche Furcht, dass ich wie betäubt war. Ich kann mich nicht erinnern, irgendetwas anderes gefühlt oder gedacht zu haben. Der Morgentau war erfrischend. Ich fühlte mich besser. Was immer das Phänomen war, es schien sich zurückgezogen zu haben. Es war 5.48 Uhr morgens, als Don Juan leise die Tür öffnete und herauskam. Er streckte die Arme, gähnte und sein Blick streifte mich. Er machte zwei Schritte auf mich zu, während er immer noch gähnte. Ich sah seine Augen durch halbgeschlossene Lider blicken. Ich sprang auf. Jetzt wusste ich. Wer oder was auch immer vor mir stand, Don Juan war es nicht. Ich nahm einen kleinen, scharfkantigen Stein vom Boden. Er lag neben meiner rechten Hand. Ich sah ihn nicht an. Ich hielt ihn nur, indem ich ihn mit meinem Daumen gegen meine ausgestreckten Finger presste. Ich nahm die Haltung ein, die Don Juan mir gezeigt hatte. Ich fühlte in Sekundenschnelle eine merkwürdige Kraft in mir aufsteigen. Dann schrie ich und warf den Stein nach ihm. Es war ein unglaublicher Aufschrei. In diesem Augenblick war es mir egal, ob ich lebte oder starb. Ich fühlte, dass der Schrei in seiner Gewalt furchterregend war. Er war durchdringend und laut und lenkte wirklich auf mein Ziel. Die Gestalt vor mir schwankte, kreischte und taumelte zur Seite des Hauses und wieder in die Büsche. Ich brauchte Sekunden, um mich zu beruhigen. Ich konnte nicht mehr sitzen. Ich ging an einer Stelle hin und her. Ich musste durch den Mund atmen, um genug Luft zu kriegen. Um 11 Uhr vormittags kam Don Juan wieder heraus. Ich wollte hochspringen, aber es waren seine Bewegungen. Er ging direkt zu seiner Stelle und setzte sich, so wie er es immer tat. Er sah mich an und lächelte. Es war Don Juan. Ich ging zu ihm und statt zornig zu sein, küsste ich seine Hand. Ich glaubte nun wirklich, dass er mir nichts vorgespielt hatte, um einen dramatischen Effekt zu erreichen, sondern dass jemand ihn verkörpert hatte, um mir zu schaden oder mich zu töten. Das Gespräch begann mit Vermutungen über die Identität einer weiblichen Person, die angeblich meine Seele genommen hatte. Dann bat mich Don Juan, ihm jede Einzelheit meiner Erfahrung zu erzählen. Ich erzählte sehr behutsam die ganze Folge der Ereignisse. Er lachte die ganze Zeit, so als sei es ein Scherz. Als ich fertig war, sagte er, »Du hast es gut gemacht. Du hast den Kampf um deine Seele gewonnen. Aber diese Sache ist ernster, als ich dachte. Dein Leben war kein Pfennig wert letzte Nacht.« Man kann von Glück reden, dass du in der Vergangenheit etwas gelernt hast. Wenn du nicht ein wenig Übung gehabt hättest, wärest du jetzt tot. Denn wen immer du letzte Nacht gesehen hast, er wollte dich erledigen. Wie ist es möglich, Don Juan, dass sie deine Stelle einnehmen konnte? Sehr einfach.
Sie ist eine Diablera und hat einen guten Helfer auf der anderen Seite. Aber sie hat mich nicht allzu gut nachgeahmt und du hast ihre Tricks durchschaut. Ist ein Helfer auf der anderen Seite das gleiche wie ein Verbündeter? Nein. Ein Helfer ist die Stütze eines Diablero. Ein Helfer ist ein Geist, der auf der anderen Seite der Welt lebt und einem Diablero hilft, Krankheit und Schmerzen zu verursachen. Er hilft ihm, zu töten. Kann ein Diablero auch einen Verbündeten haben, Don Juan? Es sind die Diableros, die Verbündete haben, aber bevor ein Diablero einen Verbündeten zähmen kann, hat er gewöhnlich einen Helfer bei seinen Aufgaben. Was ist mit der Frau, die deine Gestalt annahm, Don Juan? Hat sie nur einen Helfer und keinen Verbündeten? Ich weiß nicht, ob sie einen Verbündeten hat oder nicht. Einige Leute mögen die Macht eines Verbündeten nicht und bevorzugen einen Helfer. Einen Verbündeten zu zähmen ist harte Arbeit. Es ist einfacher, einen Helfer auf der anderen Seite zu gewinnen. Glaubst du, ich könnte einen Helfer bekommen? Um das zu wissen, musst du viel mehr lernen. Wir sind wieder am Anfang. Es ist beinahe wie am ersten Tag, als du gekommen bist und mich gebeten hast, von Mescalito zu erzählen. Und ich konnte es nicht, weil du es nicht verstanden hättest. Jene andere Seite ist die Welt der Diableros. Ich glaube, es ist am besten, ich erzähle dir meine eigenen Gefühle genauso, wie mir mein Wohltäter seine erzählt hat. Er war ein Diablero und ein Krieger. Sein Leben richtete sich auf die Kraft und die Gewalt der Welt. Aber ich bin weder das eine noch das andere. Das ist meine Veranlagung. Du hast meine Welt von Anfang an gesehen. Wenn ich dir die Welt meines Wohltäters zeigen soll, kann ich dich nur an die Schwelle führen und du wirst allein zu entscheiden haben. Nur deine eigene Bemühung wird dich etwas über sie erfahren lassen. Ich muss zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich sehe jetzt, dass es viel besser ist, so anzufangen, wie ich angefangen habe. Dann ist es leichter zu erkennen, wie einfach und doch tiefreichend der Unterschied ist. Ein Diablero ist ein Diablero und ein Krieger ist ein Krieger. Oder ein Mann kann beides sein. Es gibt genug Leute, die beides sind. Aber ein Mann, der nur auf den Weg des Lebens geht, ist alles. Heute bin ich weder ein Krieger noch ein Diablero. Für mich gibt es nur das Reisen auf Wegen, die Herz haben. Auf jedem Weg reise ich, der vielleicht ein Weg ist, der Herz hat. Dort reise ich und die einzig lohnende Herausforderung ist, seine ganze Länge zu gehen. Und dort reise ich und sehe atemlos. Er hielt inne. Sein Gesicht verriet eine besondere Stimmung. Er schien ungewöhnlich ernst. Ich wusste nicht, was ich fragen oder sagen sollte. Er fuhr fort. Das Besondere zu lernen bedeutet, wie man den Riss zwischen den Welten erreicht und wie man die andere Welt betritt. Es gibt einen Riss zwischen den beiden Welten, der Welt der Diableros und der Welt der lebenden Menschen. Es gibt einen Ort, wo sich die beiden Welten überschneiden. Dort ist der Riss. Er öffnet und schließt sich wie eine Tür im Wind. Um dorthin zu gelangen, muss ein Mensch seinen Willen üben. Ich würde sagen, er muss ein unbezähmbares Verlangen danach entwickeln, eine zielstrebige Hingabe. Aber er muss es ohne die Hilfe irgendeiner Macht oder irgendeines Menschen tun. Der Mensch muss allein nachdenken und es bis zu einem Augenblick wünschen, in dem sein Körper bereit ist, die Reise aufzunehmen. Dieser Augenblick wird durch anhaltendes Zittern der Glieder und heftiges Erbrechen angekündigt. Der Mann kann gewöhnlich weder schlafen noch essen. Es geht ihm immer schlechter. Wenn die Krämpfe nicht aufhören, ist der Mann bereit zu gehen. Und der Riss zwischen den Welten erscheint direkt vor seinen Augen. Wie eine riesige Tür, ein Riss, der nach oben und unten geht. Wenn der Riss sich öffnet, muss der Mann durch ihn hindurchgleiten. Es ist schwierig, auf der anderen Seite der Grenze zu sehen. Es ist windig wie bei einem Sandsturm. Der Wind wirbelt umher. Der Mann muss dann in irgendeine Richtung gehen. Je nach seiner Willensstärke wird es eine kurze oder eine lange Reise sein. Ein willensstarker Mann reist kurze Zeit. Ein unentschlossener, schwacher Mann reist lange und gefährlich. Nach dieser Reise kommt der Mann an eine Art Plateau. Es ist möglich, einige seiner Merkmale klar zu unterscheiden. Es ist eine Ebene über dem Boden.
Es ist möglich, sie am Wind zu erkennen, der dort noch wilder wird und überall pfeift und dröhnt. Auf den Höhen dieses Plateaus ist der Eingang zu jener anderen Welt. Und dort befindet sich eine Haut, die die zwei Welten trennt. Tote Männer durchqueren sie ohne Geräusch, aber wir müssen sie mit einem Aufschrei durchbrechen. Der Wind nimmt an Stärke zu, der gleiche widerspenstige Wind, der auf dem Plateau weht. Wenn der Wind genug Kraft gesammelt hat, muss der Mensch schreien und der Wind wird ihn hindurchstoßen. Auch hier muss sein Wille unbeugsam sein, damit er gegen den Wind ankämpfen kann. Er braucht nur einen leichten Schub. Er muss nicht an das Ende jener anderen Welt geblasen werden. Wenn er einmal auf der anderen Seite ist, wird der Mann umherwandern müssen. Sein großes Glück wäre es, in der Nähe einen Helfer zu finden, nicht zu weit von dem Eingang. Der Mann muss ihn um Hilfe bitten. Mit seinen eigenen Worten muss er den Helfer bitten, ihn zu unterweisen und ihn zu einem Diablero zu machen. Wenn der Helfer zustimmt, tötet er den Mann auf der Stelle. Und sobald er tot ist, unterweist er ihn. Wenn du die Reise selbst machst, könntest du, je nach deinem Glück, einen großen Diablero in dem Helfer finden, der dich töten und unterweisen wird. Aber meistens trifft man geringere Bruchos, die sehr wenig zu lernen haben. Aber weder du noch sie haben die Macht abzulehnen. Das Beste wäre es, einen männlichen Helfer zu finden, damit man nicht die Beute einer Diablera wird, die dich auf unglaubliche Weise leiden lassen kann. Frauen sind immer so. Aber das hängt allein vom Glück ab, es sei denn, man hat einen Wohltäter, der selbst ein großer Diablero ist. In diesem Fall wird er viele Helfer in der anderen Welt haben und kann einen zu einem besonderen Helfer schicken. Mein Wohltäter war ein solcher Mann. Er führte mich zu einem Treffen mit seinem helfenden Geist. Nach deiner Rückkehr wirst du nicht mehr derselbe Mensch sein. Du bist verpflichtet, zurückzukommen und deinen Helfer oft zu sehen. Und du bist verpflichtet, dich weiter und weiter von dem Eingang zu entfernen, bis du schließlich eines Tages zu weit gehen wirst und unfähig bist, zurückzukehren. Manchmal fängt ein Diablero vielleicht eine Seele und schiebt sie durch den Eingang und lässt sie in der Obhut seines Helfers, bis er die Person ihrer Willenskraft beraubt hat. In anderen Fällen, wie zum Beispiel in deinem, gehört die Seele einer willensstarken Person und der Diablero behält sie vielleicht in seinem Beutel, weil sie anders zu schwierig zu tragen ist. In solchen Fällen wie in deinem könnte ein Kampf das Problem lösen. Ein Kampf, in dem der Diablero entweder alles gewinnt oder alles verliert. Diesmal verlor er den Kampf und musste deine Seele freigeben. Hätte er gewonnen, hätte er sie für immer zu ihrem Helfer gebracht. Aber wie habe ich gewonnen? Du hast dich nicht von deiner Stelle gerührt. Hättest du dich einen Zentimeter fortbewegt, wärest du zerstört worden. Er wählte den Augenblick, als ich fort war, als die beste Zeit zum Zuschlagen und machte es gut. Er verlor, weil er nicht mit deiner eigenen heftigen Natur rechnete. Und er verlor auch, weil du dich nicht von der Stelle bewegtest, auf der du unbesiegbar bist. Wie hätte er mich getötet, wenn ich mich bewegt hätte? Er hätte dich wie einen Donnerschlag getroffen. Vor allem aber hätte er deine Seele behalten und du wärst dahingesiecht. Was wird jetzt geschehen, Don Juan? Nichts. Du hast deine Seele zurückgewonnen. Es war ein guter Kampf. Du hast letzte Nacht sehr viel gelernt. Später begannen wir, den Stein zu suchen, den ich geworfen hatte. Er sagte, wenn wir ihn fänden, könnten wir absolut sicher sein, dass die Sache beendet sei. Wir suchten beinahe 3 Stunden lang. Ich hatte das Gefühl, ich würde ihn wiedererkennen, aber ich fand ihn nicht. Früh am Abend desselben Tages nahm mich Don Juan zu den Hügeln um sein Haus mit. Dort gab er mir lange und ausführliche Anweisungen über besondere Kampfhaltungen. In einem Augenblick, während ich bestimmte, vorgeschriebene Schritte wiederholte, war ich plötzlich allein. Ich war einen Hang hinaufgelaufen und ganz außer Atem. Ich schwitzte sehr, obwohl es kalt war. Ich rief Don Juan mehrere Male, aber er antwortete nicht und ich begann eine seltsame Furcht zu erleben. Ich hörte ein Rascheln im Untergehölz, als ob jemand auf mich zukäme. Ich hörte aufmerksam hin, aber das Geräusch verstummte. Dann hörte ich es wieder, lauter und näher. In diesem Augenblick kam mir der Gedanke, dass sich die Ereignisse der letzten Nacht wiederholen würden.
Innerhalb weniger Sekunden stieg meine Furcht über alle Maßen. Das Rascheln im Untergehölz kam näher und meine Kraft schwand. Ich wollte schreien oder weinen, fortlaufen oder versinken. Meine Knie gaben nach. Ich fiel weinend auf den Boden. Ich konnte nicht einmal die Augen schließen. Danach erinnerte ich mich nur, dass Don Juan ein Feuer machte und die verkrampften Muskeln meiner Arme und Beine rieb. Mehrere Stunden lang hielt der Zustand tiefer Verzweiflung an. Später erklärte mir Don Juan, dass meine unverhältnismäßige Reaktion eine gewöhnliche Erscheinung sei. Ich sagte, ich könnte mir nicht logisch erklären, was meine Panik verursacht hatte, und er erwiderte, dass dies nicht die Furcht vor dem Sterben, sondern vielmehr die Furcht davor sei, meine Seele zu verlieren. Eine Furcht, die bei Männern, die keinen unbeugsamen Willen haben, häufig ist. Dieses Erlebnis war die letzte von Don Juans Lehren. Seit jener Zeit habe ich seine Lehren nicht mehr gesucht. Und obwohl Don Juan seine beschützende Haltung mir gegenüber nicht geändert hat, glaube ich, dass ich dem ersten Feind eines Wissenden unterlag.